Ich mache heute mal erstmals ein Video auf Deutsch, speziell auch für meine Freunde und Verwandten in Deutschland und der Schweiz, um zu erklären, was ich so erlebe. Jetzt, wo in den Medien überall zu hören ist, es gäbe Massenproteste überall in China und das Chaos breche aus. Also erstmal ganz kurz vorab die Beruhigung. Ich war letztes Wochenende 1, 2 Kilometer weg von Ürümqi Road, wo diese Proteste stattfanden, wo also wirklich nieder mit Xi Jinping und nieder mit der kommunistischen Partei gerufen wurde, und habe überhaupt nichts gemerkt. Da war also schon nur 2, 3 Blocks weiter keine Polizei zu sehen. Das war ganz, ganz lokal, weil es eben auch sehr, sehr wenige Leute waren. Und ich zeige euch das gleich dann auch im Detail mit einzelnen Videos, die halt in den letzten Tagen im Internet erschienen sind. Und ich stütze mich sehr stark da auf westliche Medien, auch auf westliche soziale Medien, um da nicht irgendwie den Vorwurf ausgesetzt zu sein, ich übernehme chinesische Propaganda. Ich möchte beginnen gleich erst mit dem Video von dieser Ürümqi Road, wo also dieser Protest stattfand. Was fällt mir beim Schauen dieses Videos auf? Also als erstes natürlich die große Ruhe, die die Polizei da ausstrahlt. Das sind sehr viele Polizisten, das ist die typische chinesische Polizeistrategie, dass man immer gleich so viel Polizei schickt, dass da eine Eskalation insofern verhindert werden kann, weil die Protestierenden halt sehen, dass das eine große Übermacht ist. Dann sehe ich als zweites, und das ist vielleicht mein geschultes Auge, wenn ich denke an Videos, die ich aus Thailand von Brian Berlepsch immer sehe, wer also gut Englisch kann, dem empfehle ich das wärmstens, The New Atlas, stelle ich einen Link in die Beschreibung dieses Videos. Der erzählt immer wieder von Protesten in Thailand, wo ganz, ganz kleine Gruppen von Protestierenden so tun, als ob das ein Massenprotest wäre. Das wird von westlichen Medien auch immer so dargestellt und von Medien, die aus den USA finanziert werden, von Thailändern geführt werden. Und der sagt immer und zeigt dann auch Videos, wie diese Videos von Protesten, die klein sind, aber groß aussehen sollen, immer aus dieser Augenhöhe-Perspektive gefilmt werden. Also wenn das jetzt ein Massenprotest wäre mit 10.000 Leuten, 20.000 Leuten, auch schon nur 2.000, 3.000 Leuten, dann wäre es ja einfach oder auch wahrscheinlich, dass jemand auf den Baum klettert und das mal von oben filmt oder auch dass Videos auftauchen, wo Leute das aus ihren Fenstern gefilmt haben, wo man dann sieht, wie ganze Straßen und Plätze voll von Leuten sind. Das sieht man ja immer wieder von großen Protesten. In dem Fall habe ich bis jetzt kein so Video gesehen, und was man wirklich sieht in diesem Video, das waren vielleicht 200, 300 Leute. Also man kann es halt eben nicht abschätzen, weil man nicht sieht, wo es anfängt und endet. Aber es waren nicht wahnsinnig viele Leute. Es war auch nicht laut. Also ich meine, das sind schon ein paar Leute, die da auch wirklich aufs maximal rufen. Aber es tönt nicht nach so einem vollen Fußballstadion, wie es da klingt, wenn so 20, 30.000 Leute rufen. Ne? Also das ist kein großer Protest. Noch besser sieht man das in einem zweiten Video. Das kommt jetzt aus Peking. Das war am Tag danach. Und das kommt von CNN. Also wieder, das ist keine irgendwie chinesisch gefakte Propaganda oder so. Das ist von CNN. Und die sprechen da auch von diesem, wie dieser Massenprotest sich jetzt ausweitet. Ne? Und wieder Leute mit so einem weißen Papier dastehen. Und schaut es euch mal an. So I'm in the middle of the protest that's happening in Beijing. It's just past 1 a.m. There's a crowd of mostly young people that have gathered here to protest the COVID measures in China. They've been chanting no to COVID tests, yes to freedom. And this is happening in Taoyuan District. This is where the center of the COVID outbreak is in Beijing, where they've urged all residents to stay at home. So it's really unprecedented that we're seeing such a large crowd of people here. A lot of the folks as well, you can see they're holding these white pieces of paper. This is a symbol of anti-censorship. And we also saw protests in Shanghai. We saw protesters also hold those white pieces of paper. Now in this district as well, around here, there are many foreign embassies, including the American embassy over there. So notable that they chose this site for this protest.
Sie sagt da also mit einer ganz freundlichen Stimme, so ganz ruhig, so sie sei jetzt in der Mitte dieser Proteste in Peking. Und mir fällt da natürlich augenblicklich auf, wie leise sie spricht. Das ist so ein Tonfall, den ich ganz gut kenne, wenn ich Videos draußen mache, also wo man so umringt ist von anderen, oder nicht umringt, wo halt andere Leute auch irgendwo draußen stehen und man dann so nicht zu laut sein will, um dann nicht irgendwie alle Blicke auf sich zu ziehen, auch falls es irgendwie komisch ist, wenn alles ruhig ist und einer plötzlich da so reinbrüllt. Während es Massenproteste, wo tausende Leute protestieren, wenn man da in der Mitte der Proteste ist, da muss man schreien, damit man überhaupt noch gehört wird. Also ganz offensichtlich auch hier wieder wahnsinnig wenig Leute. Man sieht es ja dann auch im Video, das sind Dutzende, die da gegenüber einer einzelnen Zeile von Polizisten stehen. Da ist alles ruhig, da ist alles friedlich. Und spannend dann, was sie am Schluss sagt, ne? Also das ist ja auch so ein Botschaftsquartier, ein Botschaftsviertel. Und guck mal, da über die Straße ist übrigens die US-Botschaft. Das wäre jetzt für sich genommen natürlich noch kein Problem. Das kann ja ein Zufall sein. Das kann ja sein, dass sie jetzt einfach diese Ecke gewählt haben. Was mir dann aber schon auffällt, ist, wo dieser Protest in Shanghai stattgefunden hat. Diese Urumqi Road, die ist nämlich genau, wo das amerikanische Konsulat steht. Also jetzt haben wir schon zwei Proteste, die gegenüber der US-Vertretung stattfinden. Und auch hier wieder die Ürümqi Road, das macht ja Sinn, weil ja da wirklich dieser schreckliche Vorfall in Ürümqi stattgefunden hat, wo halt ein Notausgang versperrt war und der Eingang für die Feuerwehr versperrt war. Ich glaube, da waren auch noch Fahrzeuge geparkt, wo dann die Feuerwehr nicht rein konnte. Und da sind tatsächlich Leute gestorben. Das hat viele Chinesen schockiert. Das hat nämlich auch dazu geführt, dass jetzt durch ganz China viele Leute auch fragen, ja, wie ist denn das mit unseren Notausgängen? Wie sind denn die jetzt? Und wer kontrolliert das? Wer ist da überhaupt zuständig? Da komme ich gleich zu sprechen drauf, weil ich glaube, das sind legitime Proteste, die jetzt auch stattfinden in China. Das sind aber keine Proteste, die irgendwas mit Xi Jinping oder der Kommunistischen Partei als Ganzes zu tun haben. Das sind keine Proteste gegen die Regierung, sondern das sind Proteste ganz lokal gegen lokale Situationen. Und da komme ich gleich darauf. Hier noch ein drittes Video, wo man eine junge Frau hört, die da auf diese friedlichen Polizisten einschimpft. Und ich glaube, auch wenn man kein Chinesisch versteht, hört man da den Tonfall an. Die ist wütend, die versucht da vielleicht auch irgendwie eine Reaktion zu provozieren, die schimpft darum. Und ich habe bewusst jetzt auch den Tweet stehen gelassen, damit ihr auch seht, das war jetzt nicht von irgendwelchen Propagandisten gefaked. Die hat das also tatsächlich so gesagt. Und das hat sogar eine pro-westliche Tweeterin da kommentiert und als positiv und mutig beschreibt sie da diese Sprecherin. 你带着是谁？带走谁了？说话。 Was mich an diesem Video sehr wichtig dünkt, und ihr könnt da gerne auch chinesisch-muttersprachliche Bekannte fragen, wenn ihr welche kennt. Diese Sprecherin spricht ganz eindeutig kein sauberes Chinesisch. Also ihre Aussprache ist ganz okay. Also ich muss sagen, da halte ich nicht ganz mit meinem Chinesisch. Das ist schon Mandarin. Es ist nicht Shanghainesisch, das ist übrigens ein ganz anderer Dialekt, aber in Shanghai gibt es viele, die nicht muttersprachlich Shanghainesisch sprechen, weil sie halt von woanders nach Shanghai zugewandert sind in den letzten Jahrzehnten. Aber das ist kein muttersprachliches Chinesisch. Also das haben mir auch diverse Chinesen jetzt bestätigt, diese Aussprache, das hört man sofort, das ist jemand, der das im Ausland gelernt hat oder was ich annehme, was gut sein könnte, das ist eine chinesische Frau, die da mit jungen Jahren in die USA oder sonst wo ins Ausland ging und dann dort aufgewachsen ist und jetzt hier halt protestieren kommt. Es ist nicht nur die Aussprache, es ist vor allem auch die Worte, die sie verwendet. Und ein ganz starkes Beispiel, ich habe das nochmal auch so in Anführungsstriche gesetzt, diese Systematik. Die Untertitel sind von mir. Was sie da sagt, ist Ni Ibeze Maige Tege Sitrung.
Und das Sitong, das ist ein Wort für System, das steht zum Beispiel für so Systemsoftware oder irgendein technisches System, also, oder auch systematisch, systemisch. Dabei benutzt man auf Chinesisch dieses Wort Sitong. Nun ist es aber so, für politisches System, wo wir im Deutschen und Englischen das gleiche Wort verwenden, ist in China das Wort Zhidu, das ist ein ganz anderes Wort. Also es gibt noch mehr Worte, es gibt noch TC, es gibt verschiedene Wörter, die man alle auf Deutsch und Englisch mit System übersetzen würde. In China haben die aber eine unterschiedliche Bedeutung. Das heißt, ein politisches System, also dieses Management, diese Managementmechanik eines Landes, die heißt Zhidu. Die Sprecherin sagt aber, du hast dein ein Leben lang verkauft an dieses Sitrung, dieses System. Also sie verwendet da ganz klar Begriffe, die kein Chinese, der jetzt einfach so in seiner Muttersprache denkt und da über dieses politische System schimpfen will, da diesen Fehler machen würde, weil das gar nicht das gleiche Wort ist auf Chinesisch. Also das ist für mich ein ganz eindeutiges Zeichen. Diese Sprecherin, das ist keine in China aufgewachsene Chinesin. Ich glaube, es ist durchaus eine Person, die chinesische Eltern haben kann, die auch von jung auf Chinesisch gelernt hat, weil, wie gesagt, die Aussprache, das ist jetzt nicht irgendwie wie eine Ausländerin, wie eine westliche Person, die vom Englischen dann Chinesisch gelernt hat. Es ist auch nicht der kantonesische Akzent. Wenn Leute aus Hongkong Mandarin sprechen, dann haben die oft einen ganz typischen Akzent, der ist anders, also das ist es nicht. Aber sie ist definitiv nicht eine Person, die in China aufgewachsen ist und ihr Leben hier verbracht hat. Ein weiterer Punkt, den ich natürlich geradezu schändlich finde, ist, wie sie diesen Polizisten angreift dafür, dass er bloß 240.000 RMB im Jahr verdiene mit seinen 20, 30 Jahren. Also ganz ehrlich, 240.000 RMB, das ist etwa 40.000 Euro im Jahr. Das wäre jetzt in Deutschland, in der Schweiz, ist vielleicht kein Beamtengehalt für einen Polizisten. In China wäre das ein sehr gutes Gehalt. Ich weiß gar nicht, ob Polizisten tatsächlich so viel verdienen. Ich weiß aber, dass sehr viele Chinesen außerhalb der großen Städte sich wünschen würden, so ein Gehalt zu verdienen. Also es gibt da noch durchaus sehr viele Chinesen, fast die Hälfte der Chinesen, die unter 50.000 RMB im Jahr verdienen. Also wenn der da 20.000 im Monat kriegt, das wäre jetzt eigentlich schon gar kein schlechtes Gehalt. Und dass das möglich ist, dass Polizisten so viel Geld verdienen, das ist natürlich ein Riesenerfolg für ein Land von der Größe Chinas, ne? Polizisten, da gibt es ja jetzt nicht nur ein paar wenige Experten, das sind ja ganz, ganz viele Leute. Und dass so viele Leute jetzt doch Mittelklasse-Gehalt, selbst in Europa, wäre ja jetzt 40.000 Euro im Jahr doch ein ganz angemessenes Gehalt. Und dass da Beamte, Polizisten, die ja nicht unbedingt jetzt eine ganz hohe Sonderausbildung brauchen, da Streifenpolizisten so ein Mittelklasse-Gehalt erhalten können, das wäre ja ein wahnsinniger Erfolg oder ist ja ein wahnsinniger Erfolg für China, das noch vor 40 Jahren in extremer Armut lebte, wo halt wirklich den Leuten das Nötigste fehlte. Und dass sie den dafür angreift, dass er nur so wenig verdiene, das zeigt wieder, wie weit weg sie von der Realität der chinesischen Bevölkerung ist. Na, also wenn das jemand hört, der da irgendwie ein Sechstel davon verdient im Jahr, der wird doch sagen, ja gut, ich werde auch Polizist, das ist doch super toll, der verdient so viel. Also das ist ja nicht etwas, wo jetzt irgendwie dann die chinesischen Massen aufgewiegelt werden und sagen, ja, los gegen diese Polizisten, das ist sowieso ein blöder Job. Oder die Polizisten aufgewiegelt werden und sagen, ja stimmt, ich verdiene ja nur so wenig. Nee, auf keinen Fall. Und auch da wieder, das heißt jetzt nicht, dass die nicht teilnehmen darf an Protesten, wenn die hier stattfinden. Ne? Aber es zeigt für mich einfach nochmal ein weiteres Indiz, dass da Leute am Werk sind, die nicht die große Mehrheit der Chinesen, die ja das Land nie verlassen haben oder höchstens mal für Urlaub, die halt nicht diese große Masse der Chinesen vertreten und dass diese Leute ganz explizit die aggressivsten und extremsten sind. Und ich zeige euch jetzt noch ein paar Screenshots, die sind halt alle auf Chinesisch, die gehen jetzt gerade rum, das sind Telegram-Mitteilungen, also von dieser chiffrierten Chat-Software Telegram.
die verschiedene Kommunikationen zeigen sollen, wo halt Protestierende organisieren und dann sagen, welche Journalisten, BBC, CNN, da eingeladen wurden, auch Mitteilungen dann vom Journalisten, ob da jemand, der dabei war beim Protest, vielleicht was sagen möchte. Dass Anti-Regierungskräfte nun eine Beziehung mit westlichen Medien aufbauen wollen, das leuchtet mir auch wiederum ein. Nur immer ist halt die Frage, wie weit geht ein authentischer Protest, wenn er so stark darauf ausgerichtet ist, im Westen gesehen zu werden und den Westen zu involvieren? Und die ganz extreme Mitteilung ist dann hier eine, wo steht, warum sollen wir jetzt euch Chinesen zeigen, wie man Proteste macht? Weil wir eben das vor 3 Jahren auch schon gemacht haben. Wir haben da Erfahrung. Und damals in Hongkong für die Unabhängigkeit Hongkongs ging es ja auch darum, dass wir nicht von der kommunistischen Partei regiert werden wollten. Also das sind ganz klare Aussagen von wegen, da legitimiert sich jemand, der nicht aus China ist und erzählt, warum er halt Chinesen anleiten dürfe, solle, dafür geeignet sei, um solchen Protest zu führen. Und da kann man einfach nicht sagen, dass es keine Einmischung von außen gibt. Und damit komme ich jetzt zum letzten Thema dieses Videos, dass es Proteste gibt, die von außen zumindest begleitet und unterstützt werden, heißt nicht, dass es keine legitimen Proteste gibt. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen. Ich spüre tatsächlich einen Ruck, der durch die chinesische Bevölkerung geht. Und als Beispiel dafür möchte ich eine Kollegin anführen, mit der ich im Büro zusammenarbeite. Die war letzte Woche in Peking und die war eine Woche lang da in einem Compound eingesperrt. Also eingesperrt, das heißt, der Compound war im Lockdown. Und die kam jetzt zurück und meinte da ganz begeistert, ja, sie sei freigekommen, weil der Compound zusammengestanden war und weil die Leute da zusammen gesagt haben, dieser Lockdown muss enden und die hätten da gekämpft gegen die Jiwei-Hui. Jiwei-Hui, das ist die lokale KP-Zentrale, also die kommunistische Partei, die hat in jedem Compound, in jeder Straßenzug, in jedem Dorf, da hat die Leute, welche die Partei vertreten und mit der Bevölkerung kommunizieren sollen. Und diese Jiwei-Hui, die hat eigentlich den Auftrag, die Bevölkerung zu organisieren, weil die KP den Anspruch hat, eben nicht wie eine gewählte westlich-demokratische Partei einfach so irgendwo in den Parlamenten die Politik an den Leuten vorbeizumachen, sondern die KP, die führt eine Massenbewegung, die ist ein Teil der Bevölkerung. Das heißt, ihre Vertreter sind in der Bevölkerung, leben mit den Leuten, hören, was die Leute zu sagen haben, erklären denen auch die politische Richtung und politische Entscheide. Das ist so der Auftrag der Jiwei-Hui. Da hat es jetzt aber in den letzten Jahren immer wieder Vorfälle gegeben, dass sich die Jiwei-Hui benommen hat, eher wie eine lokale Mini-Regierung auf ganz, ganz kleiner Ebene. Und dann halt befohlen hat, dass ein Compound geschlossen wird, dass der in Lockdown geht. Und da gibt es jetzt einen Ruck in der Bevölkerung, wo eben meine Kollegin hat gesagt, wir haben gegen die angekämpft, bis die aufgaben und wir raus konnten. Wo ich jetzt aber, ihr seht da neben mir ein Video, das ist ein chinesischer Anwalt, der hier auf Chinesisch in chinesischen Sozialmedien erklärt, was für Rechte und Pflichten diese Jiwei-Hui hat und da auch ganz deutlich sagt, in der chinesischen Verfassung steht klar, dass diese Jiwei-Hui eine organisierende Einheit ist, die die Gesellschaft organisieren helfen soll, aber letztendlich im Auftrag der Bevölkerung arbeitet und der Bevölkerung dient und nicht berechtigt ist, da irgendwelche Befehle von oben auf die Bevölkerung aufzuzwingen. Und das ist natürlich ganz klar ein Aufruf da auch an die Bevölkerung zu sagen, hey, wenn es euch nicht passt, diese Jiwei-Hui ist nicht berechtigt. Wenn jemand einen Lockdown beschließen will, kann oder darf, dann ist es die Stadtregierung oder die Lokalregierung, aber eben nicht diese Jiwei-Hui. Ich habe dann auch das Wort Jiwei-Hui gesucht in einem Sozialmedium, das heißt Jinzhitoutiao. Das ist ein wichtiges Newsportal, das wird von ByteDance gemacht, der Firma, der auch TikTok gehört. Und da kommt dann gleich so eine Karte, die da erklärt, also so ein Einschub, der da erklärt, was ist das Recht, was ist
was für eine Organisation ist die Jiuhui, um eben zu erklären, das ist kein Staatsorgan, sondern das ist eine organisierende Organisation in der Bevölkerung. Das gleiche mit Baidu, das ist so etwa das Google von Deutschland, wobei es viel weniger verwendet wird als Google, weil es eben in China sehr viele verschiedene Apps gibt, um verschiedene Dinge zu suchen. Aber es ist eine Suchengine, ist auch eine ziemlich alte Engine, die es schon lange gibt in China. Dieses Baidu, wenn man da Jiuhui eingibt, da kommen gleich zeilenweise halt auch diese Themen, was für Rechte hat die Jiuhui, was ist die Jiuhui, was darf die nicht. Das zeigt, dass die Regierung dieses Thema auch absolut toleriert oder sogar fördert. Es scheint also, da wird nicht zensiert. Die Frage, welche Rechte hat die Jiuhui im Vergleich zu Regierungen und halt Staatsorganen, dass diese Diskussion offensichtlich von der Regierung auch durchaus gewollt ist und dass da eben auch erklärt wird, was die Verfassung zu den Rechten der Jiuhui sagt. Und das ist ganz typisch für China, wo ein Land so riesig ist, dass ja auch Xi Jinping immer wieder betont, dass alle auf das Zentrum der KP hören müssen. Und da geht es eben genau um diesen Punkt, dass einzelne Parteimitglieder in irgendwo einem abgelegenen Ort nicht einfach die Macht in ihre Hände nehmen dürfen. Und das hören viele jetzt vielleicht auch nicht gerne, ne? Dass Xi Jinping eben damit nicht einfach sagt, ja, ich will alle Macht und alle müssen auf mich hören, sondern dass er eben sagt, ihr müsst auf mich hören und das umsetzen, was ich die ganze Zeit predige, dass eben die Macht bei der Bevölkerung liegt, dass die Verfassung geachtet werden muss, dass es Gesetze gibt und dass nicht der lokale KP-Vertreter quasi das ist, was früher der lokale feudale Herrscher war, sondern dass es eben jetzt Gesetze gibt. Und das scheint mir jetzt da wirklich ein Ruck durch China zu gehen, wo ich auch hoffe, dass das zu einer stärkeren Basisdemokratie führt im Lokalen. Und das vielleicht auch tatsächlich zu sehr positiven Veränderungen im chinesischen System führt, wenn auch keineswegs den Veränderungen, auf die vielleicht die USA oder auch die Europäer jetzt hoffen. Und da höre ich jetzt von ganz vielen Seiten, ganz vielen Orten, ganz viele Geschichten, wo Leute halt wirklich zusammenkommen und sagen, wir nehmen unsere Macht in unsere Hände, wo wir zu diesen Jiuhui-Leuten hingehen und denen sagen, Leute, so und so, das wollen wir nicht. Und das finde ich ein guter Prozess. Das ist wirklich diese Basisdemokratie in China. China hält sich selber ja für eine Demokratie. Und wenn ich sage China, dann meine ich eine große Mehrheit der Bevölkerung. Da gibt es immer wieder Umfragen. Hier eine Statistik, die kommt von einer Organisation, die vom Ex-NATO-Generalsekretär Rasmussen gegründet wurde, um zu erforschen, wie der Stand der Demokratie so ist weltweit. Und die kommt zum Schluss, und zwar jedes Jahr, dass eine große Mehrheit der Chinesen findet, dass China eine Demokratie sei, also oft sogar mehr als zum Beispiel jetzt Europäer oder Amerikaner finden, ihr Land sei jeweils eine Demokratie. Und diese Demokratie in China ist aber nicht eben alle 4 Jahre mal wählen und dann hoffen, dass irgendwie alles gut geht, sondern das ist eben genau dieses basisdemokratische Element, wo die lokalen Behörden ganz direkt auf die lokale Bevölkerung hören muss. Und das betont zum Beispiel Xi Jinping auch immer wieder, diese Lokaldemokratie, wie wichtig die ist und dass eben die Demokratie in China nicht alle 4 Jahre stattfindet, sondern halt jeden Tag. Und dass die Behörden mit der Bevölkerung reden müssen und die Partei auf die Bevölkerung hören muss und diese Bedenken der Bevölkerung hören muss. Das klingt jetzt wie Propaganda, das ist aber nicht so einfach. Ne? Also klar gibt es da immer wieder Beispiele und Fehler und Dinge, die passieren, die überhaupt nicht in Ordnung sind. Aber aus Sicht vieler Chinesen ist das ein wichtiges Element und ich glaube, das wurde dieser Tage ganz massiv gestärkt. Es ist eher umgekehrt jetzt meine Sorge, wenn solche international begleiteten Proteste und ich zähle da vielleicht auch durchaus Chinesen hinzu, die im Ausland waren und dann zurückkamen, und das sind ja oft Chinesen, die aus relativ reichen Verhältnissen kommen, die gute Bildung haben, so eine Art Oberschicht in der chinesischen Gesellschaft. Wenn jetzt die so große Proteste quer im Land gegen spezifische Maßnahmen missbrauchen wollen und daraus einen Protest gegen die Regierung zu machen, dann
könnte es natürlich sein, dass die Regierung und die Kommunistische Partei, um ihre Stabilität zu sichern und auch die Stabilität des Landes, weil ein Sturz des Systems, das würde ja zu einem massiven Chaos mit ungeahnten Folgen führen, dass die Partei da dann zurückschlägt und dann eben auch legitime Proteste unmöglich macht. Das klingt jetzt vielleicht sehr verwirrend für viele, die denken, ja, Proteste sind sowieso unmöglich. Ist nicht so. Viele Proteste finden statt, immer wieder. Das hier ist jetzt natürlich kein Protest, aber ich habe das jetzt einfach hinzugefügt, um mal zu zeigen, wie Chinesen auch durchaus mit Polizisten reden können, wenn sie mal wütend sind. Und ihr seht ja auch, da sind die Polizisten recht ruhig geblieben. Und viele Proteste führen auch sehr schnell zu realen Resultaten. Also beispielsweise haben da Studenten in der Tsinghua-Uni protestiert, das ist eine wichtige Uni in Peking, haben da gesagt, ja, sie seien nicht zufrieden, wie die jetzt in ihren Dormitories, in ihren Wohngebäuden da in Quarantäne gestellt werden, nicht raus können und, und. Da ging es 2 Tage, da hat die Tsinghua gesagt, okay, alle Studenten gehen jetzt nach Hause. Wir machen Fernunterricht bis Ende des chinesischen Jahres. Das endet zu Ende Januar, ist das Frühlingsfest. Geht frühzeitig nach Hause, geht frühzeitig zu euren Eltern in die Dörfer, in die Städte zurück. Und wir machen bis dahin einfach Fernunterricht. Das hat natürlich 2 Vorteile. Einerseits ist es ein Vorteil für die Studenten, weil sie jetzt nicht mehr der Gefahr ausgesetzt sind, da irgendwie allein isoliert in ihrer Uni in den Lockdown geschickt zu werden. Und da wohnen ja oft 4 bis 6 Leute in einem einzelnen Zimmer. Also wenn man da im Lockdown ist und nicht raus kann, das ist wahnsinnig bedrückend. Das ist einfach auch ein Riesenstress für eine Person. Die Studenten kommen da jetzt raus und gleichzeitig ist natürlich auch eine Entspannung für die Lage in Peking, wo diese Uni steht, weil jetzt diese 20.000 Studenten eben nicht mehr da sind. Und wenn jetzt die alle unzufrieden wären und da mal 20.000 Leute auf die Straße gingen, dann sähe es natürlich ganz anders aus, wie jetzt diese paar hundert, die wir vorhin in Videos gesehen hatten. Und ich glaube, das ist ein typisches Beispiel, wie die chinesischen Behörden immer wieder auch reagieren auf Proteste. Man sucht da pragmatische Lösungen, die durchaus für Protestierende auch Vorteile haben, aber damit eben auch die Stabilität des Gesamtsystems schützen. Und zuletzt möchte ich jetzt sagen, das ist nicht irgendwie fies von der Partei, dass sie jetzt da diesen Protest kaputt macht, sondern ich glaube, das entspricht dem Willen der ganz, ganz großen Mehrheit der chinesischen Bevölkerung, dass eben Stabilität sichergestellt wird, dass man sein Leben halt weiterführen kann und weiter hoffen kann, oder auch weiter dafür arbeiten kann, dass man ökonomisch, finanziell immer besser dasteht. Da ist ja in den letzten 30, 40 Jahren wahnsinnig viel Positives passiert in China. Und dieser Fortschritt ist natürlich in Gefahr, wenn das Land in Chaos stürzt, wenn da ein neues politisches System aufgestellt werden müsste. Wir wissen vom Zusammenbruch der Sowjetunion, der wird im Westen zwar gefeiert, die meisten Länder der ehemaligen Sowjetunion sind heute aber nicht reicher, als sie damals waren und Hunger, Armut haben massiv zugenommen. Das kann man jetzt sagen, nimmt man in Kauf, dafür gibt es in einzelnen dieser Länder dafür jetzt freie Wahlen. Ich glaube aber nicht, dass viele Chinesen diesen Deal annehmen würden und sagen, ja gut, dann hungert halt ein Teil der Bevölkerung wieder, dafür haben die Reichen und Gebildeten jetzt freie Wahlen. Das sehe ich in China einfach nicht. Wenn ihr es bis hierher geschafft habt in diesem Video, dann erstmals vielen Dank und Gratulation. Dann gibt es jetzt noch ein paar Worte Ausblick, was ich so erwarte, was als nächstes passieren wird. Ich kriege heute schon, jetzt das ist also Dienstag, letztes Wochenende war dieses Protest, gibt es Mitteilungen im Netz, ich kann das noch nicht offiziell bestätigen oder so, dass Guangzhou, also eine Stadt ganz im Süden Chinas, in der Nähe Hongkongs, alle Restriktionen aufhebt. Also die waren jetzt auch im Lockdown und da gab es vor allem dann Proteste von vielen Arbeitern, auch Kleinunternehmer, KMU-Besitzer, die ganz massiv unter Druck kamen, weil die Region dort ist berühmt für kleine Fabriken, die stellen wahnsinnig viele Produkte aller Art her für den internationalen Export und für die war der Lockdown eine Katastrophe. Ein Großunternehmen, das hat eher noch irgendwelche Möglichkeiten, da auch mit einem Lockdown irgendwo Work from Home, wenn es ein Serviceunternehmen ist, oder auch ganz große Fabriken, die Dormitories haben, die dann so in geschlossenem Kreislauf, wo alle Leute zusammen
im Dormitory und der Fabrik bleiben und so weiterarbeiten können. Die KMU haben diese Möglichkeiten nicht. Die kamen da massiv in finanzielle Schwierigkeiten. Und da gibt es jetzt Nachrichten, dass da sich jetzt, dass da eine Öffnung kommt. Ich glaube es noch nicht ganz. Also, dass jetzt China ganz landesweit sich öffnet, das dünkt mich etwas überhastet. Ich weiß es nicht. Es könnte sogar sein. Was ich aber glaube, ist, dass jetzt schrittweise, inoffiziell und von Ort zu Ort verschieden Schritte unternommen werden, um die Covid-Maßnahmen einzudämmen. Das wird nicht plötzlich von heute auf morgen im ganzen Land stattfinden. Das wird jetzt auch nicht ein organisierter, ganz planbarer Prozess werden. Also da muss man sich als Westler auch einfach darauf einstellen, dass es da viel Chaos und Unsicherheit gibt. Unfairness im Sinne von, warum kann die Stadt und unsere Stadt nicht? Aber ich glaube, da gibt es jetzt konkrete Lockerungen, konkrete Änderungen der Policy, um eben auf diesen Druck und den Wunsch der Bevölkerung zu reagieren. Gleichzeitig denke ich, dass diese Anti-China-Proteste mit diesen weißen Papieren und so, dass die nicht aufflammen werden. Ich glaube nicht, dass sich die weiterentwickeln werden, ganz ehrlich. Da gab es vor einiger Zeit mal so ein Protestposter in Peking, wo da so ein Banner aufgehängt wurde. Der hatte noch Schreibfehler drin, ganz peinlich hier, wo so ein ziemlich einfaches Schriftzeichen falsch geschrieben war. Da haben natürlich dann auch Chinesen gesagt, das waren Ausländer, die das geschrieben haben, sprich Amerikaner, die damit in Amerika aufgewachsenen Chinesen zusammengearbeitet haben. Lustigerweise jetzt wieder an dieser Urumqi Road, da wurde Urumqi, das Qi. Das ist im vereinfachten Chinesisch, das in der Volksrepublik, also im Festlandchina genutzt wird, ist es ein ganz einfaches Zeichen, das kennt jeder. In Hongkong, Taiwan und eben auch in den USA, wo Exilchinesen oder Auslandschinesen schon über mehrere Generationen wohnen, da wird eher noch das traditionelle Chinesisch geschrieben. Dort ist das Qi ein eher kompliziertes Schriftzeichen und wer immer dieses Papier geschrieben hat, hat offenbar vergessen, wie man Qi schreibt. Und von Urumqi, ne, und hat deshalb einfach Pinyin QI geschrieben. Das ist natürlich wahnsinnig peinlich und deutet wieder auf jemanden hin, der nicht auf dem Festland aufgewachsen ist. Und ein weiterer Hinweis ist, dass eins der Schriftzeichen, auch ein relativ häufiges, dass die Person wahrscheinlich einfach schnell hingekribbelt hat, im traditionellen Stil geschrieben ist, was wiederum darauf hindeutet, dass das jemand von Hongkong sein könnte. Also nochmal, ich will nicht sagen, dass alles und jeder, der dort war, ausländische Agenten sind. Ich habe auch wieder, glaube ich, ausführlich erklärt, dass ich finde, es gibt legitime Proteste, die stattfinden überall in China. Aber ich glaube nicht, dass diese Anti-Regierung und Anti-KP-Proteste mit weißen Papieren und diesen Slogans, wir wollen keinen Test, wir wollen Freiheit, die, glaube ich, auch nicht von Chinesen erfunden wurden, weil die tönen halt einfach so wahnsinnig amerikanisch. Und auf eine American Audience, also auf amerikanische Ohren zugeschnitten. Ja, die Chinesen wollen so sein wie wir. Ich sehe keine Unterstützung für diese Slogans. Ich sehe keine Unterstützung für diesen weißen Papierprotest. Und ich glaube, der wird jetzt ziemlich schnell auch wieder verschwinden und vielleicht dann noch etwas weitergeführt werden im Ausland von halt Leuten, die irgendwie im Ausland Druck auf China machen wollen. Aber es bleibt auf jeden Fall wahnsinnig spannend und ich wünsche China, ich wünsche diesem Land, den Leuten hier Frieden und eine hoffentlich positive Entwicklung. Ich wünsche der ganzen Welt Frieden und eine positive Entwicklung und das war es jetzt erstmal für heute. Wenn dieses Video einigermaßen gut ankommt, lasst mir bitte Kommentare unten zurück, damit ich da auch sehe, was die Leute denken und vielleicht mache ich dann wieder mal ein Video auf Deutsch. Vielen Dank fürs Zuschauen.